auf dem Weg zum Vermögensaufbau und vielleicht zu dem Ziel, etwas früher als 67 schon die Rente zu beziehen, kommt man nicht an dem Thema Frugalismus vorbei. Frugalismus, ein Trend, der ursprünglich aus den amerikanischen Gebieten kommt, und zwar nennt sich das Ganze dort FIRE-Bewegung. FIRE steht für Financial Independence and Retire Early. Also das Ziel, eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, um dann früher in Rente zu gehen. Ja, klingt leichter, als es tatsächlich auf den ersten Blick ist, aber wir können einiges daraus lernen und es haben doch schon der ein oder andere bewiesen, dass man mit 30 oder 35 in Rente gehen kann. Falls wir uns hier noch nicht getroffen haben, ich bin Gero Gode, Diplomkaufmann, habe einige Unternehmen gegründet und betreue nun den und meinem Bruder gegründeten AlphaStar Aktienfonds. Auf dem Weg zum Frugalisten, was steht an? Nun, das Ziel, eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht zu haben, sagen amerikanische Forscher, liegt bei etwa dem Level, dass man das 25-fache seines jährlichen Kapitalbedarfs als Vermögen besitzen muss. Wer also 20.000 Euro im Jahr ausgeben möchte, der braucht ein Kapital von 500.000 Euro. Wer 40.000 ausgeben möchte, von 1.000.000 Euro. Klingt im ersten Moment ganz viel, aber ist tatsächlich für einige zu schaffen, egal ob es in einem kürzeren oder längeren Zeitraum ist. Woher kommt das 25-fache? Das liegt daran, dass wir natürlich 100% Vermögen haben und die Forscher sagen, 4% davon können jedes Jahr ausgeschüttet werden, sodass der Kapitalbestand stabil bleibt oder sogar leicht wächst. 4% liegt daran, dass die Frugalisten in Aktien oder aktienähnlichen Investments tätig sind, womit sie durchschnittlich 7, 8, 9 oder 10% Rendite erwarten können. Wenn man 4% abzieht, gleichzeitig noch den Wertfluss des Kapitals über Inflation, also die Kaufkraft, die Abschwächung abzieht, das sind etwa 1-2% pro Jahr momentan, und gleichzeitig auch noch darin bedenkt, dass es Schwankungen an den Börsen gibt und wir dementsprechend auch nicht einen ganz regelmäßigen Sparplan oder Entnahmeplan haben können, zieht man dann noch einen gewissen Risikopuffer obendrauf und man kann sich ziemlich sicher sein, dass man mit dieser Quote von dem 25. des Jahresbedarfs tatsächlich auskommen kann. Nun, wie schaffen wir es, die Frugalisten auf solche Beträge zu kommen, dass sie tatsächlich schnell auch mit 30 oder 35 schon finanziell unabhängig werden können? Das klappt nur über eine Methode. Sie haben einen ultra niedrigen Lebensstandard. Sie versuchen ein möglichst hohes Einkommen zu generieren mit harter Arbeit oder anderen Möglichkeiten und versuchen dementsprechend den restlichen Betrag oder die Differenz davon für sich regelmäßig zu sparen. Und nicht nur zu sparen, sondern in Aktien zu investieren. Hier kommt wieder die schöne 7er Regel zum Spiel. Wer 7% Rendite generiert pro Jahr, hat sein Kapital alle 10 Jahre verdoppelt. Wer 10% Rendite erzielt, hat sein Kapital alle 7 Jahre verdoppelt. Und durch den Zinseszinseffekt erfolgt dieser gleiche Schritt in den gleichen Perioden alle 7 oder 10 Jahre immer wieder, sodass man immer mehr aus dem eingezahlten Kapital rausbekommt. Nun, das ist Standard-Zinseszinstheorie, um die soll es halt gar nicht gehen, sondern vielmehr darum, wie schaffen es die Frugalisten, einen solchen Lebensstandard zu erzielen und dementsprechend auch hohe Sparraten zu generieren. Sie verzichten auf etwa alles, was Konsum bedeutet. Alles, was generell regelmäßige Ausgaben hat. Sie verzichten in der Regel auf Autos, aber leben auch auf kleinem Raum in kleineren Wohnungen oder WGs und versuchen damit auch die Mietkosten zu senken. Über Konsum wie einmal Bierchen oder Cocktail mit den Freunden treffen, brauchen wir gar nicht sprechen. Hier wird lieber zu kleineren Feiern zu sich nach Hause eingeladen und ein persönlicher Kontakt auf anderer Ebene gepflegt, als das viele andere vielleicht tun würden. Und so sparen sie an jeder Stelle, wo es geht, um ihr Lebensstandard so sehr zu senken, dass eine möglichst hohe Sparrate entsteht. Und klar ist, je mehr ich von meinem Einkommen sparen kann, desto schneller erreiche ich mein Ziel. Also wer 80% seines möglichen Kapitalbedarfs oder seines Einkommens sparen kann und von dem Rest leben kann, ist innerhalb von kürzester Zeit, also in wenigen Jahren, knapp über 15 Jahre auf dem Punkt, dass er davon dauerhaft leben könnte. Das Problem dabei ist ganz klar. Wer möchte sein Leben lang dann in einer WG wohnen, ohne Auto und ohne andere Möglichkeiten? Das klappt nur für die Menschen, deren Mindset so gestrickt ist, dass sie ihr Leben lang das Gleiche machen wollen und dass sie davon ausgehen, dass es so ist. Es gibt aber natürlich
auch andere Wege, die man, oder warum das ganze Gedanke des Frugalismus recht spannend ist, nämlich die Basisgedanken davon. Die Basisgedanken davon sind, sich einen möglichst großen Teil des Einkommens zu sparen. Hier stimme ich völlig zu. Man sollte versuchen, so viel wie möglich zu investieren, um sich einfach ein Vermögen aufzubauen. Gleichzeitig geht es darum, Einkommenssteigerungen nicht in Konsum umzuwandeln, sondern auch in die erhöhte Sparquote und Investitionsquote. Es geht aber auch darum, darauf zu achten, ein bisschen, was ich kaufe, also nicht jeden Schrott sich anzuschaffen, der gerade en vogue ist, alles recht in die Wohnung zu stellen, was spannend sein könnte, was der Nachbar auch hat oder was die Kollegen in der Arbeit mitbringen. Vielleicht können wir hier und da verzichten und uns die 400-500 Euro für ein spannenderes, neueres Telefon oder ähnliches sparen und diese auch investieren. Denn, wie wir wissen, alle 7 bis 10 Jahre wird dieses Kapital doppelt so viel wert sein und uns dementsprechend irgendwann auch mal Rendite bringen, die wir ausschütten. Wer also etwas konsequenter seine Entscheidung trifft, der lebt auf einem höheren Einkommensniveau in der Zukunft. Jetzt wollen wir natürlich auch sagen, wir müssen doch auch heute leben und heute das Leben genießen, und da hängt es ganz davon ab, was deine Definition für genießen ist. Natürlich solltest du jetzt nicht darauf verzichten, deine Hobbys und deine Leidenschaften nachzugehen, und das würde ich auch nicht empfehlen. Ich denke eher, dass es spannend sein kann, sich nur die Grundeigenschaften der Aufmerksamkeit darauf, was gebe ich tatsächlich auf und wie viel kann ich tatsächlich investieren, die Achtsamkeit darauf zu erhöhen. Und allein damit wirst du große Schritte machen, um dein Vermögen aufzubauen. Fang gerne an mit kleineren Sparplänen von 50 oder 100 Euro im Monat, die du sparen kannst, und dann investierst, um diese Stück für Stück zu steigern, je nachdem, wann der Punkt erreicht ist, wo dein ideales Lebenslevel, dein Lifestyle, den du dir für immer vorstellen kannst, auch umgesetzt werden kann. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet ja nicht, dass man am Strand liegen muss und plötzlich nur noch Cocktail trinkt, sondern man kann natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit dafür nutzen, um eventuell nicht den Job machen zu müssen, der gerade viel Geld bringt, sondern der, der Spaß macht, oder dann eben einfach mal die Entscheidung treffen zu können, ein Jahr aus dem bisherigen Job auszutreten. Viele machen diesen sogenannten Sabbatical heutzutage gerne, um einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen. Es gibt unheimlich viele Sachen, die man machen kann, wenn man weiß, man hat ein zusätzliches Einkommen, was man durch seine Kapitalanlage, durch sein Vermögen schafft, ohne dafür was tun zu müssen. Und so müssen wir nicht immer selber für Stunde für unser Geld arbeiten, sondern lassen, wie der berühmte Spruch auch sagt, unser Geld für uns arbeiten. Mich würde interessieren, wie hoch eure Sparrate im Durchschnitt ist. Ich selber spare etwa 60-70% meines Einkommens, lebe also damit schon auf relativ kleinem Fuße und versuche das eben auch dauerhaft zu machen, weil mir Vermögen mehr wert ist als jetziger Konsum. Mich würde interessieren, in den Kommentaren, wo liegt deine Sparrate? Bist du auch eher bei den 70% oder bei den 10%? Ich freue mich auf eure Antworten und bin auch gespannt, wie ihr das ganze Thema Vermögensaufbau und vielleicht sogar Frugalität seht. Bis bald, euer Gero.